Für die Auswertung haben wir für die Beamtinnen und Beamten eine webbasierte Benutzeroberfläche, über die man auch direkt mit der Auswertung starten kann. Das heißt, wenn in einem konkreten Verfahren die Datenträger eingehen, würden wir für eine Analyse und Auswertung erstmal einen neuen Fall anlegen und die entsprechenden Bilddateien hochladen, und zwar auf einem lokalen Edge-Device im Rechenzentrum der Behörde. Und das ist auch der Vorteil dieser hybriden Lösung. Wir haben jetzt einen hybriden Ansatz, über den die Behörde auf die Rechenressourcen zugreifen kann, die sie konkret für diesen Fall brauchen. Das heißt, wenn wir in einem Fall viele Datenträger haben mit tausenden Bildern, können die Ermittlungsbehörden an der Stelle frei skalierbar und jederzeit die Rechenpower der Cloud nutzen. Bei der Auswertung durch die KI werden die Bilder klassifiziert und diese Klassifizierung wird uns im Anschluss in einem Balkendiagramm angezeigt. Klassifiziert wird in die Kategorien Sonstiges, Kinderpornografie und Jugendpornografie oder normale Pornografie. Die KI klassifiziert nicht nur, sie priorisiert die Bilder auch. Das heißt, dass die Bilder, die der Kategorie am wahrscheinlichsten zugeordnet werden, auch als erstes angezeigt werden. Die Ermittler haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, das automatisch von der KI klassifizierte Bild auch noch einer anderen Kategorie zuzuordnen und einer anderen Bewertung zu unterziehen. Eine weitere Funktion unserer KI ist die optische Zeichenerkennung. Mithilfe dieser Zeichenerkennung können wir handschriftliche oder auch gedruckte Texte aus dem Bild selbst extrahieren. Texte, die dann in einer vorgefertigten Schlagwortliste sind, werden von der KI direkt rot markiert. Und mithilfe der Zeichenerkennung können wir dann auch wiederkehrende Wasserzeichen gegebenenfalls zu den Herstellern zurückverfolgen. Der Algorithmus kann auch den Verlauf eines Chats auswerten und ermitteln, wie viele Bilder von einem Tatverdächtigen und auch in welchem Kontext diese Bilder versendet oder sogar empfangen worden sind. Das heißt, wir können Rückschlüsse darauf ziehen, ob ein Tatverdächtiger selbst die Bilder weiterverbreitet hat oder gegebenenfalls die Bilder sogar hergestellt hat. Wenn die Auswertungen abgeschlossen sind, wird ein Analysebericht ausgegeben. Die Möglichkeit für uns, strafrechtlich relevantes Bildmaterial von unwichtigen Daten unterscheiden zu können, ist ein Meilenstein für die Staatsanwaltschaft. Wir können nämlich jetzt, dank der hybriden Lösung, viel schneller in die Ermittlungen einsteigen.